Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder bei MacWarrior Online mit dem Daniel zur heroischen Woche mit dem nächsten Mac in der Runde, den ich euch vorstellen würde. Vielleicht habt ihr das schon vermutet, und zwar ist es der Orion Protector. Ja, haha, der Protector. Orion ist auch ein Chassis, das Schwachpunkte hat. Das kann man nicht leugnen. Wenn man sein Bild allerdings gefunden hat, ist das ein wunderbares Gerät. Das macht dann einfach nur noch Spaß. Gucken wir wieder kurz auf die Stats. 84,6 macht er, Speed getweakt, wie immer. Über 70, wunderbar, Tonnage auch voll ausgenutzt. Feuerkraft ist 33, Heat-Effizienz 1,44, Panzerung 448, nicht ganz voll, aber reicht. Bewaffnung, 2 ER-Large-Laser und ein Gauss-Rifle. Das Ding ist auf lange Reichweite absolut tödlich. Gerade weil ich auch wieder einen Advanced Zoom drin habe. Es ist ein Traum. Also mit dem Ding, wenn man richtig steht und einigermaßen aufpasst, dass man nicht von mehreren kleinen Mechs zerfleischt wird, ist das Ding absolut top. Weil man kann sich auch auf kurze Distanz noch wehren mit den Large Lasern. Hat aber auch wirklich Reichweite ohne Ende. Ne? Es ist genug Munition dabei, es ist nichts, was explodieren kann, es hat eine Standard-Engine, was ein der Nachteile diese Chassis extrem ausgleichen, das sind diese krüppeligen Seitentorsi. Ne, wenn wir uns die mal kurz angucken, die sind doch relativ gut zu treffen. Ne, also gerade das Ding vergleiche ich gerne mit dem Seitentorso vom Hunchback. Also wer da nicht draufballert, ist, weiß ich nicht. Deswegen, das ist ein Mac, wo ich absolut keine XL-Engine einbauen würde. Aber das muss auch jedem selbst überlassen sein. Ich fahre mit dem Ding sehr gut und das werde ich euch auch beweisen. Oh, Thermaline Desert, das ist schön. Da kann ich mich schön snipern. Das passt. Ausgezeichnet. Er läuft ja auch nicht so schnell warm. Mal gespannt, wie das Team um mich herum aussieht. Dum, dum, dum. Ah, Kaffee. Awesome. So, Panzer 666 Echo. Das ist, okay, bitte, please. Planet Smasher. Okay. Komische Leute. Und zwei Champions, also, naja. Und ich als einziger Hero dazwischen. Alles klar. Außerdem haben wir auf der anderen Seite einen Killer-Panda. Das ist schon so gut wie... Nein. Lassen wir uns überraschen. Nom nom nom. All systems nominal. Jo. Who should I follow? I follow Rivers. Und sollen jetzt erstmal Richtung... Ich biege erstmal Richtung... Ich weiß es nicht. Die wollen scheinen Kappa gehen zu wollen. Was an sich, glaube ich, keine so gute Idee ist. Weil wir da relativ offen stehen. Aber wir können es ja mal versuchen. So. Ja, ihr seht, 71 km/h reicht 50 Schuss für die Gauss. Reicht im Normalfall auch. Im Normalfall. Es sei denn, es ist wirklich ein Sniper-Battle, was relativ schnell auch mal passieren kann. Oh, da ist schon was. Oh, it's an ICM Spider. Fitz. Ich freue mich mal, wenn ich so einen kleinen Drecksack mit der Gauss erwische. Schwein gehabt. So, wir nehmen ein. So, Gauss Rifle sitzt im rechten Torso. Deswegen drehen wir uns mal hier so rum. Und hier kommt auch erstmal noch nichts. Das ist schön. Kappa nehmen wir. Habe ich ihn noch stehen? Ah, Jenna. Jenna ist ja schon ein schönes Gerät. Ah. Sie sollten ja auch nicht zu lange stehen. Schon mal Auge offen halten. Kommt da ein Kommando. Na gut, Kommando ist jetzt nicht so drastisch. Aber dafür wird wahrscheinlich ein Täter gerade geballert wie Sau. Oh. Haben wir erstmal angenommen. Tick für uns. Wunderbar. Spider. Jäger.
target acquired. Das Spider-Viech muss sterben. Jagt es und erlegt es. Tötet es, tretet drauf. Warum kann ich nicht sehen, ob da was an Täter steht? Oh, da steht was. Oh, der Schwein. So, immer auf die Schulter. Muhaha. Man findet immer irgendwo ein Loch. Ein Jenner. Oh Gott. Da habe ich doch gerade was gesehen. Es ist eine Spider-Sau. Ein Spiderschwein. Da stehen wir jetzt natürlich genau im Schussfeld. Scheucht es auf. Scheucht es auf. Warum rennt der Highlander so nah da rein? Das ist doch... ist doch Bullshit. So, und das war ein Bein. Und das zweite folgt sogleich. Geht doch. Ah ja, ich mag die Gauss. Perfekte Sniperwaffe. So, lunzen wir mal hier um die Ecke. Noch ein Spider. Überall Spider. Gott. Wer tut sowas? Ich glaube, die Kleinen von uns kümmern sich um die Kleinen vom Gegner. Das ist schon mal gut. Oh, oh ja, wir sind gut vorne. Warum stürzen sie sich immer da unten in den Tod? Das ist doch... das ist doch Schwachfug. So, jetzt bin ich überhitzt. Liegt aber auch größtenteils an Turmline. Oh Gott. Hab ich ihn? Immer noch nicht. So, jetzt aber. So, Spider. Da hält man voll drauf. Es explodiert irgendwas und dann ist es nur ein Arm. Ich hasse diese Dinger. So, nur noch drei Mann. Schaffbar. Wo laufen sie denn? Ich meine, gut, Tickets laufen momentan gegen uns. Aber das ist ein geringeres Problem. So, machen wir uns mal auf Richtung Gamma. Vielleicht haben wir auch nur noch zwei AFKler da. Jetzt merkt man, dass das 70 km/h mit dem Heavy schon angenehm sind. Ne? Also mein Ilya macht zwar nur 55, aber dafür ist er auch sehr ja, sehr robust und schwer bewaffnet. Relativ schwer bewaffnet. Drei ballistische Waffen sind für mich, also 3 AC-5 ist für mich eine schwere Bewaffnung. So, und es ist bei Kappa. Egal was es ist bei Kappa. Wir werden trotzdem cappen. Und ich vermute mal, das wird entweder ein Jenner, eine Zikade oder ein Spider sein. Vielleicht auch ein Kommando, aber ist kein Problem, wenn wir Gamma jetzt... Sigma sollte noch genommen werden. Sigma ist natürlich keiner auf dem Weg hin. Wir müssen das hier wenigstens anticken, damit wir die Caps kriegen. Weil sonst läuft es noch zu stark gegen uns. Und ich sollte echt mal über einen Cap Accelerator nachdenken. So langsam. Vielleicht. Eventuell. Man weiß es nicht. Ach ja. Schauen wir uns mal kurz aus der Außenperspektive an. Blau-weiß. Schick. Shit. So. Geh mich schon mal auf den Weg. Da steht jetzt noch ein Handschuhm. Der kommt noch hinterher. Oh, ein Spider und ein... und ein... noch ein Spider. Oh Gott. Wie viele Spider waren jetzt hier in diesem Match? 4? 5? Ist doch anormal. Vielleicht habt ihr das gerade gehört, das war mein Kater.
Keine Ahnung, warum er jetzt gerade randaliert. Muss ich mir mal angucken. So, da kommen sie. Da kommen sie. Zeit zum Sterben. Mal gucken, ob ich drei Spider in einer Runde erwischen kann. Wo ist er? Da ist er. Und schon wieder ein Arm. Das ist Wahnsinn. Mehr Glück als Verstand, die Drecksviecher. Drei Spider. Das ist... Das ist insane. So. Zeigt euch. Platt ist er. So, nur noch einer, ne? Naja, gut, sie haben das Beste aus dem gemacht, was sie konnten. Rennen. Da-da-da-da-da. Schalali jagt sie raus von Epsilon. Oder blickt er dort seinem Schicksal ins Angesicht? Nee, er rennt panisch im Kreis. Und hofft noch irgendwas mitzunehmen. Und er ist noch nicht tot. Tut aber auch alles. So, wunderbar. Hat funktioniert. War eine schöne Runde. Gucken wir mal kurz auf unsere Stats. Und ich mag den Protektor. So wie ich ihn habe, mag ich ihn echt. Hätte nicht gedacht, dass ich dafür nochmal irgendwann was finde, was mit Spaß macht. Ich meine, er war okay, aber... So, 2 Kills, 5 Assists, 409 Damage, 67 am Match-Score. Das heißt, ich bin auf Platz 3. Wunderbar. Gucken wir nochmal kurz. Läuft. Danke, danke. So, nächste Runde ist dann der Flame dran. Ja, der Flame. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss.